Folge 243 von Simotrans. Ja, wir sind unterwegs und haben hier alle Signale, die wir dann wieder brauchen. Keine Ahnung, warum der beim letzten Spielstand nicht da war. Jetzt sind sie wieder da. Danke nochmal für den Kommentar vom Michael, der da sich noch mit beschäftigt hatte. Ja, doof gelaufen, ne? Was willst du machen? So, wir sind jetzt hier unterwegs mit dem Bahnsteig, der jetzt länger ist. Und wir wollen jetzt gucken, dass wir hier diese Züge gucken, dass die erstmal richtig fahren, oder? Wir schauen mal hier rein, gucken mal Linie. Das passt. Das war jetzt welcher? Schrott, Stahlwerk zu Stahlwerk, okay. Der ist geklärt. Aha, wieder gut geklappt. Ne? Daneben geklickt hier. So, jetzt kommt hier noch einer rein. Das ist Holz. Linie passt. Holzlinie passt, aber der Zug passt mir nicht mehr. Den können wir gleich schon ins Depot schicken, wenn er leer sein sollte. Ja. Zum Depot. Den bauen wir um. Ich hoffe, das ist der, ja. Und der hier, den können wir gleich ausmustern. Weil wir machen nur einen daraus. So, und hier dieser hier. Der ist jetzt gerade beladen. Das heißt, den machen wir gleich auch noch fertig. Aber der muss erst entladen sein. Das kann erst weg. So, dann haben wir hier noch einen stehen. Das ist Linie Obst. Also die Holzzüge fahren ja von hier nach da hinten. Ich glaube, das können wir schon umändern. Die anderen können wir noch nicht umändern hier. Das lassen wir noch so stehen. Da müssen wir nur reingucken in die Linie, ob da der richtige Halt ist. Ja, ist es auch. So, dann fährt hier noch ein Personenzug und ein Postzug durch. Die müssen wir uns auch noch gerade schnappen. Da unten ist der Zug. Das ist Hardex in Riedenburg. Und da sollte eigentlich beide drauf fahren. Und Linie ändern ist freier Wegpunkt. Freier Wegpunkt, also müssen wir das ändern. Einfügen. Da eingefügt. Und ja, hinzufügen ist der zweite dann, ne? Fahren wir da nochmal hinten hin. So, damit bedeutet das, kann der gelöscht werden. Und der kann auch gelöscht werden. So, Hardexen Baustoffhandel zum Stahlwerk, zum Rathaus in Riedenburg und dann wieder her Hardexen und dann wieder die Runde von vorne. So, der ist angekommen, das ist gut. Das heißt, die beiden fahren jetzt richtig. Können wir nur demnächst mal in einen Zug wahrscheinlich machen, der beides fährt dann, ne? Da brauchen wir nicht zwei Loks. Gut, und wir kommen jetzt hier reingefahren noch. Maschine, Stahl, Schrott. Wie sieht es denn da mit dem Fahrplan aus? Passt, okay. Habe ich wohl schon mal abgefrühstückt. Gut, das ist geklärt. Die beiden können da erstmal fahren, aber wir müssen ins Depot gucken. Das ist die Linienverwaltung. Das ist also nicht das, wo ich hin will. Da wollen wir hin. BASD ist falsch, ne? Müssen wir eine andere Taste wählen. Da ist das Depot. Da gehen wir rein. Und da ist er schon. So, erstmal eine neue Lok. Voranstellen also. Das ist hier unser Top-Modell, oder? Die hier fährt sogar 200. Aber unsere Güterwaggons sind ja gar nicht so schnell, ne? Die fährt 160 und ist dann schon top. So, dann machen wir mal verkaufen. Der. Und dann die Waggons. Das ist Kohle. Da ist Kohle. Okay, das ist der hier mit 28 Tonnen. Was ist hier? 31 Tonnen. 57 Tonnen und 100. Ja, da sind wir mit 68 Tonnen mit 100 km/h. Okay, es ist langsamer, aber bei weitem mehr. Das bedeutet, die alle weg und anhängen. So, Haltlänge 15 hatten wir. 14, 15, 15. So, das war's schon. Dann können wir den starten. So, und die können alle noch verkauft werden hier. Weg damit. Dann sind wir da durch. Der ist weg. Und
Da war doch jetzt noch einer drauf, ne? Der Holzzug. Hieß der nur Holz? Der hieß nur Holz. Das, den haben wir gerade gemacht und dieser hier. Ist der schon im Depot jetzt oder was? Nein. Ach so, der war eben geladen. So, dann heißt es jetzt zum Depot fahren. Der war eben geladen, deswegen haben wir den nicht reingeholt. So, gut. Das kann hier aber zu. Und wir müssen gucken, was ich gerade hier so sehe, wo der da lang fährt. Wir haben die Linie noch nicht zu Ende gebaut hier, ne? Hier ist nur einspurig. Das muss unbedingt zweispurig werden bei der Länge der Züge, ne? Sonst haben wir da ein Problem. So, das heißt hier noch raus. Und da... Oh, hat gut geklappt, ne? Shit, ey. Oh, gerade im letzten Moment hat er nochmal umgeschwenkt. Das kannst du vergessen, ne? Jetzt hat er natürlich genau den anderen gemacht. Ist auch klar, ne? Ah, super. So. Ah, der fährt zum Glück ohne Strom. Ist aber jetzt schon passend. Und 160 da. Passt. Und da passt. Signale hier noch hin. So ist passend. Hier gibt es jetzt kein Signal, das machen wir hier hin. Ah, da steht eins, dann machen wir das kurz davor hin. Das andere reißen wir weg. Dann ist das weg. So, hier haben wir. Ach, hier kann noch ein Signal hin. So ist gut. Ah, guck, da fehlt auch noch. Das heißt, wir müssen da noch verlängern. Bis dahin. Haben wir. Und Oberleitung. Bis dahin. Und dann machen wir hier noch ein Signal hin. Passt. Und da kommt auch ein Signal hin. Passt. Dann haben wir das erledigt. Schmeiß das Signal mal gerade weg. Machen wir auch ein neues hin. So passt's. Ja, hätten wir uns auch sparen können, diese Ausweicher dann. Das Signal weg und ja, komm, wenn, dann machen wir da auch noch wieder eins hin, ne? So sieht's gut aus, oder? So, jetzt ist hier, er findet keinen Weg mehr. Okay, das wird dann wahrscheinlich da drüben sein. Lupe an. Den Fahrplan gerade angepasst. Okay, der ist da klar falsch. Einfügen. Da. Stahlwerk. Brauch. Der muss weg. Und 100% brauchen wir da nicht. Das soll unten 100% sein. Dann passt's. Da ist nur einer drauf. Okay. Das weg. Was mit ihm hier? Achso, das war der, der jetzt gerade da sagt, er findet keinen Weg mehr. Das ist jetzt wo? Das ist da, kann auch zu. Das kann zu. Wie, der findet keinen Weg mehr? Den habe ich doch gerade gemacht, oder? Ah, jetzt fährt er auch, okay. Dann ist alles gut. Das passt dann, oder? So, er kann weg. Wo steht er? Hier ist gerade ein Chaos. Was geht hier nicht? Warum fährt er hier nicht weiter? Da ist ein Signal, was falsch ist, ne? Wir brauchen hier ja das Haltsignal. Das war noch von letztes Mal, glaube ich, ne? Und das andere Signal kann... Ne, das machen wir damit weg. Ich glaube, das steht da, ne? Ja, passt. So, jetzt fährt er auch dadurch wieder. Das ist okay. Ja, da kommt der urslange Zug. So,
So, jetzt müssen wir den Bahnhof wahrscheinlich auch noch umbauen, obwohl da ja nur, glaubt, der Postkutschenzug und der Personenzug langfährt, ne? Da müssen wir gucken. Also hier ist jetzt erstmal gut. Das Signal haben wir gesetzt für die Einfahrt. Hier war eins. Die Linie ist hier durch. Ich würde jetzt hier tatsächlich dieses noch wegbauen gerade. Das macht nicht so viel Sinn da, glaub. Und auf freier Strecke machen wir dann kein Signal hin. Kann auch weg. So sieht's besser aus. Da haben wir einen Wechsel. Das heißt, ich mache das da auch weg und den da auch weg. Dann ist hier schon der Wechsel wieder gegeben, falls sein muss, ne? Hier kann das Signal auch weg. Hier gibt es kein Signal. Das heißt, wir haben hier eins stehen. Das bauen wir mal hier hin. Und das mache ich dahin. Und das hier kann da weg. Passt, oder? Hier steht auf freiem Feld 1. Bin ich richtig? Ja, dann kann das weg. Hier ist das Richtige. Der fährt vor bis da oben hin. Das passt schon alles soweit. Okay. Das heißt, das ist alles sauber angelegt jetzt hier, würde ich sagen. Da ist überall zweispurig. Da kommt auch schon einer mit 15 Anhängern. Oder 15 Haltlänge, sagen wir es lieber so. Und die sind hier noch neu. Fährt da jetzt einer durch oder fährt da keiner durch? Ich glaube, wir haben jetzt noch den anderen im Depot, ne? Genau so ist es. Der muss noch länger werden. Waggons. Das ist jetzt mal Holz. Dann müssen wir ein bisschen höher. Da ist Holz. Aber das ist wohl schon der längste, ne? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 15, passt. Und dann kann er auch wieder fahren. Start. Ich hoffe, ja, der eine ist auch schon wieder weggefahren und wird das wohl klappen mit dem Zügen da drin. Ja, die beiden müssen wir noch einzeln machen. Den haben wir Depot erreicht, ist schon geklärt. So, es würde bedeuten, wir setzen jetzt hier noch einen Personenzug ein und einen Postzug ein auf der Strecke, aber dafür würde ich das jetzt erst weiter hier umbauen wollen. Gut, das heißt, wir werden hier auch zweispurig fahren wollen. Das bedeutet, wir müssen da erstmal mit zwei Spuren hin. Und zwar würde ich sagen, geht das hier los. Da lang. Okay, das heißt, der kommt da an, geht aber da nicht. Das bedeutet, da muss das weg. Und der kann dann auch gleich weg. Und dann muss wieder das Gleis dahin. Und zwar so und so. Und da gibt es dann auch das Einfahrtssignal hier. So ist richtig. So, die fahren da rein. Und dann brauchen wir eine Gleislänge mit. Können wir hier updaten direkt mit, sag schon, dem Ding hier. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ist zu wenig. Oh, hier ist eine Straße. Was machen wir damit? Also hier ist nur eine Ausbaustufe, die wir noch nicht genutzt haben. Da sind zwei Halte, die gehören noch dazu. Also die sollten wir vielleicht noch umbauen. Bauen wir da gerade noch eine Straße hin, die das erschließt, oder? Ach so, eine Brücke soll da ja hin. Dann, ich will ja kein Dingens hier mehr haben. So, oder? Sieht schon mal schick aus. Okay, das muss auch noch weg. Straße mit 100 km/h kommt daher. Kommt daher, kommt daher. Würde ich jetzt so bauen. Und dann baust du es auch noch so am Ende. Und die Verbindung kommt noch weg und die Verbindung kommt noch weg. Dann hast du da notfalls noch drei Haltebuchten, wenn da was hin soll. So, Gleis hier länger. Und da auch länger. So, jetzt müssen wir gucken. Würde ich jetzt einfach hier so. Bis dahin so bauen. Ja.
Stopp mal. Nee. Ja, passt schon so. Lass so. Ich hatte gerade gedacht, dass wir das hier anders machen. Aber das machen wir hier nicht anders. So, es ist schon richtig dann, ne? Da war gerade ein schicker Flieger. So, Oberleitung her. Bis dahin. Also, da muss auch noch hin. Passt. Passt komplett. So, jetzt können wir hier, da machen wir einen Wechsel. Das bedeutet, da kommt es auch schon mal auf mit Dingens hin. Das passt schon so. Und hier gibt es ein Bahnhofshaltschild. Dann können die da reinfahren und auswählen. So, und dann können wir hier was wegreißen. Okay. Geht bestimmt auch besser, aber jetzt machen wir so. So, er wartet noch auf Einfahrt. Da wartet keiner mehr auf Einfahrt jetzt. So, er fährt schon da lang, das ist schon mal sehr gut. So, was kommt weg? Ja, passt sogar. Na, jetzt müsste er da noch wegfahren, ne? Ich weiß gar nicht, warum er hier noch wartet auf freie Strecke. Welche freie Strecke wartet er denn? So, das haben wir schon mal richtig gemacht. Also wir können hier... Ne, hier können wir noch nicht, aber wir können mit dem da das Ding ändern. Na, da kommt jetzt einer. Ich will hoffen, dass der danach mal fährt. Machen wir so. Straße ist schon fertig. Ja, jetzt bedeutet das, wir brauchen das hier. Und wie viel haben wir denn jetzt? 1, 5, 2, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja, passt sogar, ne? Den müssen wir nachher noch umbauen. Okay, man hätte das hier ein bisschen geschickter machen können. Machen wir doch noch, oder? Sieht dann besser aus, glaube ich. Das ändern wir nachher noch. So, hier noch. Da weg. Da weg. Da weg. Geht nicht, weil der Zug da steht. Okay. Die Frage, ob der da hinfährt, ne? Das ist weg. Und den Halt schnell dahin gebaut. Passt. Hier müsste jetzt auch der Zug weiterbauen, ne? Also die Stadt weiter sich ausweiten können, oder? So, das ist weg. Und das machen wir jetzt dahin. Sieht irgendwie doof aus, ne? Lassen wir aber so. Gut, 15er halt, 15er halt. Hier fehlt es irgendwie an Stromleitungen. Fahren da keine Züge mit Strom? Wohl nicht. Oder wir haben es noch gar nicht bedacht, weil da noch kein Schild steht, dass man nur so rum wegfahren darf. So, jetzt ist richtig. Jetzt können die da sowieso nur so lang fahren. So, dann haben wir das auch schon erledigt. Der Bahnhof ist umgebaut auf 15er Länge. Und wollen hoffen, dass das alles so gut funktioniert, wie wir uns das jetzt vorstellen, oder? Hier haben wir alle Stromleitungen. Da fährt ja auch schon ein Zug mit Stromleitung. Der andere war, glaube ich, auch gerade eben schon mit Strom. Das heißt, wir haben das soweit geschafft. Das bedeutet, wir müssen hier jetzt das als nächstes angehen. Und das sieht sehr tricky aus. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.